Als schmales Schichtkammgebirge zieht sich das Eggegebirge fast schnurstracks von Nord nach Süd durch den Südteil des Naturparks Eggegebirge Teutoburger Wald. Es besteht aus den Sandsteinen der unteren Kreide, dem sogenannten Eggesandstein. Nach Osten fällt es steiler ab als nach Westen, wo es allmählich in die Paderborner Hochfläche übergeht. Eggegebirge und Teutoburger Wald sind weithin dicht bewaldet. Insgesamt 60% des Naturparks sind von Forst bedeckt. Hier und dort öffnet sich der Wald und gibt den Blick frei auf akkurat bestellte Felder, weite, saftige Wiesen, üppige heimische Blumen- und Pflanzenpracht. Dörfer haben die Größe von Weilern. Behäbige Gehöfte liegen über das Land verstreut. Dazwischen finden sich romantische Kleinstädtchen mit Fachwerkhäusern, Ziegelbauten, Kirchen und Klöstern, die zum Teil auf reichhaltige Geschichte verweisen können. Im Sommer, bei strahlendem Sonnenschein die Eggewälder zu durchwandern und zu erkunden, ist daher ein Erlebnis von besonderem, einzigartigem Reiz.